der Kollege Furt schon ausführlich ausgeführt haben, was hier gelungen ist. Und ich möchte es schon ein bisschen grundlegender anlegen, auch was die Argumentation der Oppositionsparteien ist. Ich glaube, wir finden hier eine Lösung, und das wurde soeben angesprochen, die einfach ein Kompromiss zwischen den Anforderungen und Notwendigkeiten ist und der entsprechenden Arbeitszeit in den Krankenhäusern auf der anderen Seite. Und wir können nicht so tun, wenn wir diese Novelle nicht beschließen würden, wie wenn wir das Problem dann entsprechend nicht hätten, wie manche Oppositionelle hier argumentieren. Ich glaube, es ist auf der Hand liegend, und gerade die Pandemiezeit hat das noch verstärkt auch gezeigt, dass es einfach diese Notwendigkeit gibt. Und es wurde ja eh schon des Öfteren gesagt, es ist eine Vereinbarungssache. Die Regelarbeitszeit bleibt ja bei den 48 Stunden und kann auf 55 im Einvernehmen ausgedehnt werden und in einem weiteren Schritt dann auf 52 mit dem Ziel natürlich die 48 Stunden einzuhalten. Ich glaube, es ist wirklich ein Kompromiss, eine Win-Win-Situation, und ich bitte dem auch zuzustimmen.